Du stehst vor dem Beginn deiner Karriere oder stehst schon mitten im Arbeitsleben. Du fragst dich bestimmt, wie sicher ist mein Job in der Zukunft? Wie lange wird es meinen Beruf überhaupt noch geben? Denn unsere Arbeitswelt ist im stetigen Wandel und das auch ohne Wirtschaftskrisen. Und in die Zukunft zu schauen ist schwierig. Und durch die voranschreitende Digitalisierung und Automatisierung verändert sich die Arbeitswelt sogar schneller als jemals zuvor. Doch wie bereitest du dich auf die Veränderung der Arbeitswelt vor? Welche Skills und Eigenschaften sind in der Zukunft am Arbeitsmarkt noch gefragt und wie kannst du diese erlernen? Wird es in der Zukunft überhaupt noch notwendig sein zu arbeiten oder werden Maschinen und Computer alles für uns erledigen? Das wollen wir uns im heutigen Video einmal anschauen. Ich zeige dir außerdem 5 Skills und Fähigkeiten, die du heute schon aneignen kannst, um dich auf die Arbeitswelt von morgen vorzubereiten. Außerdem verlinke ich dir einen besonderen Test, mit welchem du einiges über dich selbst herausfinden kannst. Wenn es um die Arbeitswelt von morgen geht, wird oft ein düsteres Bild gekennzeichnet. Roboter, Automatisierung und Digitalisierung vernichten Tausende von Arbeitsplätzen. Millionen von Menschen sind von Arbeitslosigkeit bedroht. Nach einer Befragung der Bertelsmann Stiftung schätzen Experten, dass die weltweite Arbeitslosigkeit 2050 ein Viertel der Bevölkerung und mehr betreffen könnte, unter der Annahme, dass keine Konzepte und Maßnahmen dagegen ergriffen werden. Dabei werden Jobs seit jeher durch Technologien verdrängt, ersetzt oder entwickeln sich weiter. Viele Jobs kennt man heute teilweise gar nicht mehr und es scheint skurril, dass es sie einst je gab. So zum Beispiel der Job des Laternenanzünders, der sich um das Warten und Entzünden von Straßenlaternen gekümmert hat. Durch den Fortschritt in der Elektrizität hat der Berufszweig seine Notwendigkeit verloren. Heute ist es für uns normal, dass die Straßenlaternen sich automatisch an- und ausschalten. Mit dem Aufstieg des Automobils als Fortbewegungsmittel ist der Job des Hufschmieds seltener geworden. Und es fragt sich heute auch keiner mehr bei einem Ferngespräch, wo sind die Telefonisten hin am anderen Ende der Leitung, die mich mit meinem Gesprächspartner verbinden sollen. Auf der anderen Seite entstehen heute neue Jobs, an die vor 10 bis 15 Jahren noch niemand gedacht hat. Cloud-Architekt, Big-Data-Engineer oder auch Influencer, um nur einige zu nennen. Und es werden auch in 10 bis 20 Jahren Jobs entstehen, an die wiederum heute niemand denkt. Oder noch als undenkbar erscheinen, wie ein Innenausstatter für virtuelle Räume, der uns virtuelle Treffpunkte mit Freunden und Arbeitskollegen verschönert. Natürlich werden auch viele der etablierten Jobs in der Zukunft noch benötigt oder sogar wieder gefragter werden. Welche genau das sind, dazu habe ich bereits schon mal ein Video gemacht, was ich euch in der Beschreibung und der Infokarte einmal verlinken werde. Die voranschreitende Automatisierung kann zudem auch positiven Einfluss auf und ein unterstützender Faktor für die Wirtschaft sein, wenn die Bevölkerung im erwerbsbetätigen Alter durch den demografischen Wandel weiter schrumpft. So können viele Aufgaben und Tätigkeiten automatisiert werden, für die möglicherweise nicht genügend Personal da ist oder keiner sie mehr machen möchte. Ein Beispiel wäre die Pflege. Die Pflege von älteren Familienangehörigen kann im Alltag eine große finanzielle, geistige und körperliche Belastung darstellen. Hinzu kommt der große Personalmangel bei den Personaldiensten. Der Einzug von Automatisierung und Robotik würde eine große Entlastung für Pfleger und pflegende Familienangehörige sein. So bliebe mehr Zeit für die wichtige menschliche Interaktion der Pflege, wenn die Routineaufgaben automatisiert erledigt werden. Statt die Menschen also weiterhin unbeliebte oder schlecht bezahlte Jobs zu zwingen, würde eine Automatisierung in diesen Branchen zu einer Erlastung der Wirtschaftszweige führen und die Menschen könnten Aufgaben in Bereichen verfolgen, die sie glücklicher und zufriedener machen. Doch selbst für Experten ist es schwierig, in die Zukunft zu schauen. Welche Jobs an Relevanz gewinnen, welche ersetzt werden und wie unsere Arbeitswelt von morgen aussehen könnte. Einer der bedeutendsten Ökonomen des 20. Jahrhunderts, John Keynes, in den 30ern stellte er folgende These auf, dass wir im Jahr 2030 technologisch bereits so weit fortgeschritten sein werden, dass die durchschnittliche Arbeitszeit pro Woche nur noch 15 Stunden betragen würde. Dass Keynes mit seinen Thesen recht behalten wird, erscheint heute als eher unrealistisch. Aber schlecht wäre eine 15-Stunden-Woche wohl nicht, oder? Schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, was ihr mit der frei gewordenen Zeit machen würdet. Endlich die letzte Staffel Rick und Morty schauen? Yes. Oder doch lieber einen zweiten Job suchen, der die gewonnene Zeit auffüllt? Halten wir fest, die Zukunft ist wie immer ungewiss, auch für Experten. Und die Arbeitswelt, wie wir sie kennen, befindet sich im stetigen Wandel. Das heißt aber nun nicht, dass du den Kopf in den Sand stecken solltest. Du kannst heute schon Skills und Fähigkeiten erlernen, die dir in die Zukunft nutzen werden. Denn diese Fähigkeiten und Skills kann uns keiner mehr nehmen. Und nur wenn du offen für neue Dinge bist und dir neue Fähigkeiten aneignest, wirst du die Zukunft aktiv mitgestalten und dich an neue Gegebenheiten anpassen können. Die Arbeitswelt der Zukunft wird auch weiterhin Problemlöser benötigen. Stelle den Mehrwert, den du bieten kannst, in den Fokus.
Aber schauen wir uns mal 5 Skills an für die Arbeitswelt der Zukunft. Nummer 1, steigere deine Kreativität. Kreativität ist etwas, das sich schwer durch Computer und Maschinen ersetzen lässt. Je weniger deine Aufgaben von Kreativität geprägt sind und desto mehr Routinen diese enthält, desto wahrscheinlicher ist es, dass sich dieser in der Zukunft durch Computer oder Roboter ersetzen lässt. Kreativität heißt aber jetzt auch nicht, dass du deine eigene Kleidung entwerfen und der nächste Karl Lagerfeld werden musst. Kreativität bedeutet, offen für die Probleme anderer zu sein und Lösungen für diese Probleme zu finden oder zu entwickeln. Wenn du das schaffst, die Probleme anderer zu lösen, wirst du erfolgreich sein in dem, was du tust. Probier es doch einfach mal gleich aus. Überlege dir, welche Probleme dir im Alltag schon begegnet sind und entwickle Lösungsansätze dafür. Genauso bin ich auch vorgegangen. Ich hatte dünner werdendes Haar und gerade in jungen Jahren kratzt das so ein bisschen am Ego und Selbstbewusstsein. Also habe ich mir überlegt, wie bekomme ich wieder volles Haar? Dabei habe ich fast alles ausprobiert, von Koffein-Shampoo über Minoxidil und so weiter und so fort. Schlussendlich habe ich das Streuhaar für mich entdeckt und habe dann gesehen, es gibt kein richtig geiles Produkt, was ich wirklich geil nutzen würde, am Markt und habe mein eigenes entwickelt und vertreibe das inzwischen erfolgreich auf Amazon. Oder auch so angesagte Börsenstars wie HelloFresh haben mit ihren eigenen Problemen angefangen. Das Problem war, den Leuten steht immer weniger Zeit für das Kochen einer ausgewogenen Mahlzeit zur Verfügung und sie wissen nicht mehr, wie man diese zubereitet. HelloFresh hat das Problem erkannt. Lösung: HelloFresh liefert diese Kochboxen mit Zutaten und Rezepten direkt nach Hause. Also halte deine Augen offen und sei kreativ in der Lösung der Probleme, die dir begegnen, dann werden deine Fähigkeiten und Produkte auch in der Zukunft gefragt sein. Nummer 2, steigere deine soziale Intelligenz. Computer und Maschinen sind gut in der Bewältigung von strukturierten Routineaufgaben. Empathie und echte menschliche Interaktion hingegen lässt sich bisher nur schwer mit Computern nachahmen. Daher werden Berufe, in denen du in Echtzeit auf menschliche Reaktionen und Emotionen reagieren musst, auch in Zukunft notwendig sein. Auch Entscheidungen unter moralischen Aspekten, wie zum Beispiel in der Pflege, wird menschliches Eingreifen auch in der Zukunft noch erfordern. Die Persönlichkeit und spontane soziale Interaktion ist das, was uns als Mensch auszeichnet und was wir auch in absehbarer Zukunft Computern voraushaben werden. Auch wenn Google mit Duplex Technology schon beeindruckend gezeigt hat, wozu Computer schon bald imstande sein werden. El Cocotero, how may I help you? Hi, I'm the Google Assistant calling to make a reservation for a client. This automated call will be recorded. Can I book a table for Tuesday the 12th? Okay, cool. Wenn du deiner Persönlichkeit auf den Grund gehen möchtest, dann probiere doch mal den 16 Personalities Persönlichkeitstest aus. Der Test gibt dir einen guten Eindruck über deine soziale Interaktionsform mit anderen und hilft dir, deine soziale Fähigkeiten besser zu verstehen. Ich bin zum Beispiel ein Protagonist. Super spannend, was man über sich und sein Leben herausfinden kann. Der eine oder andere wird sich wahrscheinlich auch sehr stark in dem Ganzen wiedererkennen. Link dazu packe ich euch mal in die Beschreibung und ich bin mal auf eure Ergebnisse gespannt, wer oder wie viele ihr tatsächlich seid. Punkt Nummer 3, steigere deine technologische Kompetenz. Mit dem Einzug von Technologien jeglicher Art in unsere Arbeitswelt werden auch die Fähigkeiten gefragt, diese Technologien zu verstehen und mit diesen umgehen zu können. Sei es Programmieren, Blockchain, Cloud Computing und so weiter und so fort. Das Internet ist voll von Möglichkeiten, sich in diesen Bereichen fortzubilden. Und es war noch nie so einfach, wie heute diese Fähigkeiten zu erlernen. Dafür reicht für den Einstieg schon oft eine kurze Suche auf YouTube oder Udemy und schon findest du unzählige Anleitungen, Tutorials, Kurse zu allen möglichen Themen und Bereichen. Finde dein Interesse bzw. deine Fähigkeiten vielleicht aus dem Test vorher und verbinde diese mit den Needs und Trends der Zukunft. Bilde dich stetig weiter und deine Fähigkeiten werden für lange Zeit gefragt werden. Selbst der tiefe Einstieg in komplexe Themen, die vor einigen Jahren noch einen Gang an die Universität erfordern, lassen sich heute auf sogenannte Massive Open Online Course Plattform, kurz MOOC, erlernen. Auf Seiten wie edX oder Coursera findest du Kurse von den Universitäten Harvard, MIT, Stanford, aber auch von großen Unternehmen wie Google oder IBM zu Zukunftsthemen aus Computer Science, Data Science und vielen mehr. Teilweise sind diese sogar kostenlos und du kannst oft nach einer kurzen Registrierung loslegen. Das erlernte Wissen kannst du dir schließlich durch Zertifikate und Abschlüsse bestätigen lassen und so für zukünftige Bewerbungen verwenden. Links zu dieser MOOC-Plattform packe ich dir mal unten in die Beschreibung. Gerade heutzutage machen solche Besonderheiten dich attraktiv für den Arbeitsmarkt, weil du damit einen Mehrwert für das Unternehmen darstellst. Gerade Data Science finde ich aktuell super spannend, gerade vor dem Hintergrund, dass Daten das neue Gold sind. Nicht ganz uneigennützig, weil ich gerade selbst etwas Unterstützung in diesem Bereich suche, der mich da bei der Datenanalyse unterstützt. Punkt Nummer 4, steigere deine finanzielle Bildung. 40 Jahre im gleichen Unternehmen und dann eine sichere Rente vom Staat, was früher Normalität war, gilt für die heutige und zukünftige Generation wohl nicht mehr. Der häufige Berufswechsel, freiwillig und unfreiwillig, ist the new normal.
bekommt mein Vater noch eine gute staatliche Rente, zuzüglich Betriebsrente und kann damit problemlos die Rente genießen, wird meine oder deine Rente wohl eher gering ausfallen bzw. eine große Lücke aufweisen. Ihr könnt ja mal ausrechnen, wie groß eure Rentenlücke sein wird. Teilweise ist das echt erschreckend. Ich verlinke euch da mal einen Rechner in der Beschreibung. Es wird daher immer wichtiger, sich nicht nur ein Vermögen für das Alter aufzubauen, sondern auch unabhängiger von einer einzigen Einkommensquelle zu werden, die jederzeit wegbrechen könnte. Aktien, ETFs, P2P, Reselling, Google Ads, Affiliate Marketing und so weiter und so fort sind einige Beispiele, wie du weitere Einkommensströme erschließen und dir ein Vermögen aufbauen kannst. Wenn du noch nicht weißt, wo und wie du starten sollst, habe ich hier auch schon mal ein Video für dich in der Beschreibung verlinkt. Dort zeige ich dir, wie du entspannt und einfach durchstarten kannst. Traurig ist leider, dass der Staat das Investieren für die Rente nicht steuerlich begünstigt, wie zum Beispiel in den USA. Stattdessen schauen sie doch immer, wie sie uns noch etwas schröpfen können, bis es ihnen dann um die eigenen Ohren fliegt. Aber lamentieren hilft natürlich nichts, gar nichts tun ist auch keine Lösung. Und auch zum Aufbau eines eigenen Business, wie zum Beispiel Amazon, von der Idee bis hin zur Umsetzung habe ich bereits ein Video geplant. Also drück mal auf den Abo-Button, wenn du das Video nicht verpassen möchtest. Kommen wir zum Punkt Nummer 5, steigere deine Leistungsfähigkeit. Um im stetigen Wandel mithalten zu können, wird es erforderlich sein, dass du auch im hohen Alter noch leistungsfähig bleibst. Achte deshalb auf deine geistige und körperliche Gesundheit. Du bist, was du isst. Gesunde Ernährung, Sport, ausreichend Schlaf sind Dinge, die du sofort umsetzen kannst und schon heute in deine Leistungsfähigkeit einzahlen. Denn dann wirst du in dem fordernden beruflichen Alltag belastbarer bleiben, auch in Zukunft. Betreibst du hingegen ständig nur Raubbau an deinem Körper, wie wenig Schlaf, viel Stress, schlechte Ernährung, wenig Bewegung, wird dich das am Ende teuer zu stehen kommen. Das Ganze muss auch nicht mal teuer sein. Einfach mal joggen, Fahrradfahren statt Auto, schwimmen, kostet alles nicht viel und hält dich fit. Ich liebe es zum Beispiel, meine Dinge mit dem Fahrrad zu erledigen, anstatt mit der Bahn zu fahren. Und auch der Griff ins Gemüseregal statt dem Burger zwischendurch ist nicht nur gesünder, sondern oft auch günstiger. Ein Tipp, der mir geholfen hat, mich gesünder zu ernähren, ist dabei, mein Essen vorzubereiten, also Meal Prep sozusagen. Dabei handelt es sich meist um gesunde, einfache Rezepte, die sich für mehrere Tage vorkochen lassen. Also lässt sich das Gesunde selber kochen mit minimalem Zeitaufwand umsetzen. Klingt zwar etwas nerdy, aber hilft, um nicht husch-husch zum Ungesunden zu greifen. Such doch einfach mal auf Seiten wie chefkoch.de nach Meal Prep Rezepten oder lasse dich von zahlreichen Videos auf YouTube dazu inspirieren. Also wie die Arbeitswelt oder die Börsenkurse morgen aussehen werden, lässt sich heute nicht vorhersagen. Doch wie an der Börse ist die Diversifikation auch in anderen Bereichen ein entscheidender Schutz vor Unsicherheiten der Zukunft. Hast du dich in verschiedenen Bereichen weitergebildet oder mehrere Einkommensquellen aufgebaut, kannst du auf unerwartete Ereignisse in der Arbeitswelt und Co. flexibler reagieren. Du bist anpassungsfähiger und baust dir ein stetig größeres werdendes Repertoire an gefragten Kompetenzen auf. Also leg doch am besten gleich los und verbessere dein Skillset in den genannten Bereichen. Links bekommst du jetzt noch direkt ein Video, wie du Vermögensaufbau direkt einfach und heute an der Börse starten kannst. Rechts verlinke ich dir nochmal den Link zu den 60 Personalities Test, wenn du deine soziale Interaktionsfähigkeit auf wissenschaftlicher Basis testen möchtest. Der Test ist kostenlos. Schreibt eure Ergebnisse mal in die Kommentare. Mich würde interessieren, welche Persönlichkeiten unter euch den Zuschauern sind. Ansonsten vergesst natürlich nicht, den Kanal zu abonnieren, wenn ihr keins der nächsten Videos verpassen wollt. Und folgt mir auf meinen Social Media Kanälen für tägliche Updates und Insights. Bleibt mir noch zu sagen, invest smart statt hart. Bis nächste Woche Sonntag.